Abonniert Paluten. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Deep.io. Die Beta von Deep.io ist ja draußen und ich hatte auch schon wieder zugemacht, aber da bin ich nur kurz einmal reingerannt, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Und im Video heute will ich auf jeden Fall ein großer, starker Fisch werden oder ein Hai werden oder was auch immer man jetzt werden kann. Und es ist wahnsinnig voll hier. Hier sind wirklich wahnsinnig viele Tiere. Ich versuche zu klauen, weil der Eisbär da vorne ist. Krass. Holy shit, sind hier viele Tiere. Was geht ab? Oh Gott, Hilfe. Warum ist hier so viel los? Und ich wollte eigentlich was ganz anderes wieder aufnehmen, genau wie gestern. Aber heute bin ich einfach unmenschlich müde. Was einfach... Okay, wir können es verwandeln. Abonniert Paluten. Aber heute bin ich einfach unmenschlich müde, weil ich musste sehr früh aufstehen. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber wenn ich früh aufstehen muss, dann bin ich in meinem Kopf so nervös, dass ich verschlafe mit dem Aufstehen, dass ich einfach 3 Stunden vorher wach bin. Also ich war heute irgendwie um 5 Uhr oder 4 Uhr wach. Ich weiß, einige Leute haben das jeden Tag und die beschweren sich auch nicht. Aber wenn man es nicht gewöhnt ist, um 5 Uhr aufzustehen, ist das schon wahnsinnig krass tatsächlich. Ist wirklich nicht so leicht dann. Okay, wir sind Pablo, der Tintenfisch und wir sind eine Qualle. Wir sind Pablo, die Qualle und wir werden jetzt den da vorne töten. Hallo, du bist ein... Okay, wir werden ihn nicht töten. Wir werden jetzt groß und stark werden. Ja, in der letzten Folge habe ich ja so ein bisschen gestruggelt mit den ganzen Tieren, aber ich denke mal, jetzt werden wir leichter vorankommen, weil ich jetzt konzentrierter bin und... Ich bin mega unkonzentriert, muss man ganz ehrlich sagen. Mein Gehirn ist einfach nicht an. Mein Gehirn ist einfach gerade nicht aktiv. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass ihr dieses Video angeklickt habt und euch entschieden habt, die nächsten 10, 11, 9 Minuten, ich weiß nicht, wie lange das wird, mit mir zu teilen mit diesem Video. Oder auch nur 3 Minuten. Also, wenn ich ein Video gucke... Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Wenn ich ein Video gucke, skippe ich ja auch ziemlich viel durch. Und ich finde es im Grunde legitim. Man sagt immer so, das ist voll doof, guckt euch das Video ganz an. Ja, ist eigentlich egal. Es gibt auch YouTuber, die sich beschweren, wenn Leute Adblock anhaben. Da muss ich auch sagen, ist mir voll egal. Ganz ehrlich, wenn ihr Adblock anhabt, kann ich das voll verstehen. Manche Webseiten nerven auch ultra mit Werbung. Und man will manchmal auch einfach keine Werbung sehen. Deswegen, ich kann es verstehen. Ist natürlich doof, wenn ich nichts verdiene mit dem Video, weil alle Leute die Werbung blockieren. Aber im Grunde kann ich schon verstehen, wenn man keine Werbung sehen will. Ist ja nervig. So, in der perfekten Welt wird es auch keine Werbung geben. Muss man ganz ehrlich sagen. Okay, wir sind immer noch ein Tintenfisch und der da vorne wird mich zerballern. Der da vorne wird mich hart zerballern. Welches Tier liegt unter Wasser? Ich würde sagen, der da. Okay, war richtig. Okay, was ist das? Was ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Okay, er hat mich aufgesogen, Oh Gott, lass Pablo in Ruhe! Okay, komm. Alter, der hat Laseraugen, der Fisch. Ist das Superman oder was? Okay, aber meine Special-Fähigkeit ist ja, dass ich andere Tiere sehen kann unter Wasser. Zumindest die, die in der Nähe sind. Der folgt mich immer noch anscheinend. Ich booste mal ein bisschen weiter weg. Wieso ist der so geil auf mich? Ist er mich so hart verfolgt? Okay, ich glaube, jetzt bin ich entkommen. Ja, spätestens jetzt bin ich entkommen. Okay. Okay, okay, okay. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil der Fisch kann mich theoretisch töten. Und ich muss da durch. Okay. Die kriegen sich jetzt gegenseitig bestenfalls und ich kann da abhauen. Mann, das ist viel schwerer geworden, das Spiel. Der Server ist ja ultra voll. Ich habe das Spiel ja auch schon eine Zeit lang gespielt, da waren vielleicht 10 Leute auf dem Server. Und jetzt ist das Server weg. Hat das Spiel wieder so einen kleinen Mini-Hype? Nee, ne? Ich denke, es wird kaum Aufrufe machen auf YouTube. Nee, aber der richtige Fisch? Ja, Rochen können unter Wasser leben. Ich bin gerade einfach nur in der Tiefsee, weil ich mich da am sichersten fühle. Ihr habt ja gesehen, was oben los war. Da waren ja 2 Milliarden Fische. Drücke den Knopf. Ah ja, ich kann das machen. Muss ich mal werden. Ein Frosch kann auch niemals in der Tiefe leben. Habt ihr schon mal einen... Moment, den tue ich eben. Sorry. Ich hatte Bock auf einen Frosch. So, wir greifen uns nicht an. Wir sind Freunde. Alles gut. Ich bin gespannt, was es für neue Tiere gibt am Ende. In der vorigen Version gab es irgendwie nur Delfine, Wale und dann kam halt am Ende noch ein Eisbär zu und sowas. Ich bin einfach gespannt, was es so gibt. Okay, ich bin größer als er theoretisch, aber ich will ihn jetzt auch nicht nerven. Ich will einfach nur die Kugeln auffressen. So, wer mich wer nervt oder mir Kugeln wegfrisst, dann greife ich ihn vielleicht an. Aber ansonsten, erstmal ist mir das wirklich egal. Erstmal will ich einfach nur wachsen. Okay, du hast mir Kugeln weggefressen. Eventuell töte ich dich jetzt. Eventuell... Okay, nee, du bist zu schnell, sorry, ich krieg dich doch nicht, hab keinen Bock drauf, ciao. Ich brauche 260.000 Punkte für die Top 10 und ich habe jetzt 60.000 gerade mal. Also nicht mal, ich habe 58.000, 59.000. Cool, das heißt, wir werden auf jeden Fall in die Top 10 kommen heute, sehr, sehr schnell. Wahnsinnig schnell werden wir schaffen, okay. Mit dem nächsten Fisch gehe ich mal raus zur Tiefe, habe ich echt keinen Bock mehr, ich muss mal auf der Minimap gucken, wo es rausgeht. Cool. Oder bleibe ich noch was in der Tiefe, was... Bei Biber ist nicht so richtig, Pinguin ist schon cool, Pinguin ist schon mein Lieblingstier gewesen. Zumindest in der vorigen Version, ich glaube, ich werde zum Pinguin. Also erstmal muss ich natürlich rauskommen. Dann werde ich zum Pinguin. So. Okay, dafür muss ich in den kalten... Wir sind im kalten Bereich, okay. Pinguin aktiviert. Yes! Okay, sehr gut. Hier sind Baby-Pinguine. Kann ich die auffressen oder so? Okay.
Ich kann mich da verstecken, aber ist mir jetzt gerade egal. Okay, da haben wir einen Wal, noch einen Wal. Oder verfolgen die Pinguine mich? Die verfolgen mich, oder? Ja. Wir wollen zu ihrer Mutter. Pablo. Okay, da links ist, da rechts ist gerade zu viel los. Ich gehe mal nach links. Und guck, ob ich da in irgendeinen sicheren Bereich kommen kann. Vielleicht war Pinguin nicht die richtige Wahl. Vielleicht war ein anderes Tier ein bisschen klüger. Was ist das? Keine Ahnung, was das für ein Tier ist, aber es sieht cool aus. Okay, ich muss auf den Sauerstoff achten. Hier ist zu viel los. Okay, nächstes Mal werde ich nicht zum Pinguin. Das ist wirklich einfach zu dumm. Zu viel los. Definitiv zu viel los. Ja, okay, ich kann ihn auch nicht töten jetzt. Der haut einfach ab. Der haut einfach ab. Okay, der will mich echt haben. Na gut, vor dem werde ich jetzt wegrennen wahrscheinlich in den nächsten 5 Minuten. Aber solange ich Boost habe, wird er mich niemals kriegen. Alles gut. Okay, okay, okay. Wir haben wieder 2 Boosts am Start. Er sieht mich. Ist mir auch egal, ich booste weg. Deswegen spart euch die Boosts auf jeden Fall. Ich würde die niemals einsetzen, um einfach nur Kugeln einzusammeln. Gerade wenn hier andere Tiere sind, die größer sind als man selber und stärker sind als man selber. Deswegen, immer ein bisschen vorsichtig sein. Und als Pinguin geht es schon ganz schnell. Ich meine, hier sind eine Menge Feinde. Der da rechts unten hat gerade jemanden getötet. Nicht mich. Nicht mich, ich lebe noch. Aber ich glaube, ich will gleich nicht mehr hier sein. Was kann ich denn mehr? Oh, ich kann auch das. Okay, Moment. Nevermind. Ich kann das werden, was er auch ist. So, was sind wir denn? Ach, ein Seelöwe. Okay, was kann er denn? Stand close to other seelöwens. Oh, das macht mich stärker, wenn ich bei anderen Seelöwen stehe dann hier. Okay. Okay, den zerballer ich. Pam, komm, komm, noch ein Hit, noch ein Hit. Sehr gut. Der Seelöwe sieht aber niedlich aus, oder? Der hat was. Was Dummes. Etwas Dummes, aber er hat was. Okay, und wir haben jetzt immer noch nicht mal 100.000 Punkte. Und wir brauchen jetzt 350.000 Punkte für die Top 10. Okay, warum greifst du mich an? Das war doch einfach dumm vom Pinguin jetzt. Greift niemals ein Tier, was stärker ist als man selber. Er hat mir jetzt einfach Punkte geschenkt. Ich meine, das ist mega nett von ihm, klar, aber der hat jetzt 10 Minuten dafür gefarmt, umsonst. Original umsonst. Was wird es jetzt? Was ist das hässlichste Tier, was... Nummer 2. Was ist das Nummer 2? Seeleopard. Der ist so schnell wie ein Pinguin, aber tödlicher. Ja, und sieht wahnsinnig hübsch aus. Eisbär. Oh, no, 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 no. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Eisbär hat mich fast getötet. Eisbären sind krass. Oh, oh. Verfluchte Eisbären. Okay, wir sind ein Pinguin, aber wir sind der späte Pinguin. Also wir werden gleich schon was anderes. Ja. Dann machen wir wieder das, da kommt das war nett. Seeleopard ging ja schnell. Ich meine, es ging schnell, weil wir auch einen gekillt haben. Aber es ging ja schnell, alles gut. Es wird jetzt vielleicht wie eine merkwürdige Aussage für ein Tier, aber der Seeleopard, der steuert sich extrem gut. So. Es klingt komisch, aber er liegt extrem gut in der Kurve. Es fühlt sich richtig gut an, den zu steuern. Okay, wir haben das verwandelt und wir können jetzt theoretisch den töten, wenn wir ihn erreichen. Er ist hier irgendwo bestimmt. Ne? Nope, okay, ciao. Okay, wir sind aber wieder der Seeleopard. Sind wir? Ja. Okay, der ganz links ist einer. Ich glaube, der wird das bereuen, dass er hier oben ist, der Pinguin. Ja, komm, lass mich dich fressen. No, 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 ein Hit, ein Hit, oh Gott, so knapp. Oh, den kann ich schaffen. Nein, nicht du, nicht du, du stehst voll im Weg, okay. Links ist ein Seeleopard, oder was ist, den will ich haben. Der ganz links, ja. Nee, der haut ab, der haut ab. Hey, Pingu, hey, hey, Pingu. Hey, hey, Pingu, yes! Wir haben den Pinguin getötet und wir sind fast nächste Tier. Ich glaube, viele Tiere gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, noch ein, zwei Tiere vielleicht und sind wir in der letzten Stufe. Sieht man nicht an unseren Punkten, aber wir sind schon sehr weit tatsächlich. Okay, wir wackeln ein bisschen rum. Ist hier ein starkes Tier? Was ist das denn eigentlich? Kann ich den töten? Aber da habe ich keinen Bock, rauszufinden. Ich hau lieber ab in die Sicherheit. Weil da rechts war ein Tier, was sah ein bisschen krasser aus als ich. Was der Pinguin da versucht hat. Hey, lass in Ruhe, das ist mein Freund. Das ist mein Freund, lass in Ruhe. Okay. Ich habe jetzt, ich hab jetzt ein anderes Tier beschützt, was mich wahrscheinlich einfach auffressen würde. Okay, wir können zum Eisbären werden, wir können zum... Das Ding ist, den Eisbären habe ich schon mal gesehen. Ich würde gerne ein Tier zeigen, was ich noch nicht gesehen habe. Was ist das? Das ganz rechts sieht sehr uncool aus. Werde ich mal Nummer 3. Was bin ich? Sleeper Shark. Boost increases... Okay, ich kann Leute betäuben. Und wir sind das letzte Tier, was möglich ist. Ein Sleeper Shark, der sieht aber einfach... Sieht einfach nach Müll aus, ne? Sieht einfach nach Müll aus. Ich meine, das betäubt, klar, aber...
Es ist ja nicht geil. Es ist jetzt ja kein geiles Tier und der wird mich einfach töten. Oder habe ich mehr... Ne, gut, er tötet mich. Sleeper Shark? Ernsthaft? Was ein langweiliges Tier. Falls ihr euch fragt, wie ich Deep Io in der Beta finde, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auf jeden Fall netter, dass jetzt hier mehr Tiere sind. Das liegt einfach auch wahrscheinlich daran, dass der Server ein bisschen voller ist. Aber jetzt einfach ein bisschen mehr los und es macht einfach eine ganze Ecke spaßiger, hier ein bisschen zu spielen. Oder wer das mochte in der Alpha, der wird auf jeden Fall Spaß haben mit der Beta. Es ist aber... Also die Spielform ist jetzt nicht so, dass ich... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass da noch irgendwie eine Ebene draufgepackt werden kann. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, Deep.io hat sich nochmal neu erfunden und ich spiele das jetzt 20 Stunden am Tag. Ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird. Aber um jetzt nochmal hier komplett ein paar neue Tiere zu sehen, war schon ganz nett. Ich glaube, ich habe theoretisch auch fast alle Tiere gesehen, die neu hinzugekommen sind. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Morgen kommt entweder das Video, was ich jetzt eigentlich seit 3-4 Tagen aufnehmen will, oder es kommt halt das Video, was wahrscheinlich die meisten Leute sehen wollen. Ja, gut, aber dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.